Willkommen zurück beim VfL Osnabrück. Ich gehe mal gleich weiter. Es gab nichts Interessantes zu vermelden nach dem erfolgreichen Sieg. Außer, dass die Reserve natürlich 1-0 gewonnen hat. Das will ich nicht überschlagen. Und Presser ist in Hochform. Hat jetzt schon Stärke 80 dank seiner tollen Form und Moral. 19er Form. So eine kleine, schwierige Lifestyle-Ikone. 8,8 Millionen schon wert. 12 Spiele bisher gemacht. Direkt hochgezogen worden in die erste Mannschaft. Ein neues Talent. Das gibt's doch nicht. Es ist schon wieder ein junger Türke. Rechter Verteidiger, 9 Sterne. Klar, nehmen wir ihn auf. Gut. A-Junioren gewinnen 7-0. Gerade haben wir noch gesehen, dass ein Gebäude fertiggestellt wurde. Ich wollte mal gucken, wie viele Baukosten wir noch haben. Das Budget ist reichhaltig vorhanden. Können wir noch was ausbauen? Nur was, ist die Frage. Bauen wir hier weiter aus? 12. Oder hier? Da müssen wir das Bürogebäude ausbauen. Geld ist genug vorhanden, wir müssen die Sachen langsam fertigstellen. Das vielleicht mal auf 8. Oder halt hier weiterbauen. Dort 113 Tage. Das würde 43 dauern. 29. Was würden wir denn hier kriegen als nächstes? Nochmal zu Sponsor? Ja, ein Premium-Sponsor sogar. Dann machen wir das als nächstes. Kostet zwar kaum was. Spiel gegen Stuttgart. Saarbrücken hat Interesse an uns, wir aber nicht an euch. War aber hier mal kurz in Sound. War wieder leiser gedreht. Da haben wir die Spanier gar nicht so rumgrölen hören im letzten Spiel. Gut, gehen wir rein ins Spiel gegen Stuttgart. Das machen wir ohne Siegprämie, das muss so klappen. Und ihr geht raus. Mindestens ein Unentschieden. Komm, geht raus und spielt Fußball. Stammtorhüter Timo Presser ist der jüngste Mann auf dem Platz mit 18 Jahren. Macht seine Sache aber richtig gut. Und ich hoffe auch heute hält er den Kasten sauber. Spiel geht los. Erstmal ein Rückpass auf Süller. Platz verschaffen. Aber Stuttgart erobert sich den Ball. Boga auf dem Weg. Setzt sich da durch. Gegen den Pfosten und Klischee im letzten Moment klären. Kerk auf Schul. Langer Ball auf Dolberg. Füllkrug. Setzt sich durch. Gegen 2. Dolberg mit der Riesenchance. Füllkrug im Nachschuss. Und da ist das 1-0. Jawohl. Niklas Füllkrug. Erster Angriff, erstes Tor. Den Abpraller verwandelt. Boga, ziemlich gefährlicher Spieler. Presser kommt da aber noch klar mit. Langer Ball. Schul auf Kerk. Schön zu Füllkrug weiter. Dolberg jetzt mit der Riesenchance zum 2-0. Und. Ah, gerade noch gehalten. Erste Ecke. Langer Ball. In die Mitte. Dolberg mit der Chance zum Reinspielen. Auf Füllkrug. Super Parade. Das hätte 2-0 sein müssen von Füllkrug. Der Konter vom VfB. Gibt gelb, verdiente Karte für Stark. Da hat er einen Angriff abgebrochen. Gerade erst mit gelb-rot vom Platz, jetzt schon wieder eine gelbe. Was kann passieren, wenn man so hoch steht? Boga, schön abgeblockt. Füllkrug gleich den Ball vertändelt. Nächster Angriff von Stuttgart. Klischee leitet den Gegenangriff an. Dolberg auf Füllkrug. So wird das nichts.
Ah, so vielleicht. Wolbeck dringt in den Strafraum ein, kommt vorbei, schießt und macht das Tor. 2-0. Kaspar Dolberg, so langsam kommt er in Fahrt. Robert Schul mit der Vorlage, 2-0. Schön durchgesetzt und dann in die Ecke geschoben. Torwart chancenlos. Klischee schneller. Stark, langer Ball auf Dolberg. Jetzt war Mohr wieder zu stark. Nicht stark. Dolberg. Und Füllkrug mit dem Abschluss. Kein Problem für Lengereck. Heute läuft das gut. Wir kommen gut durch die Abwehr. Nur Dolberg bleibt öfter hängen. Ishi, ein sensationelles Spiel heute da. In der Abwehr. Stark muss ein bisschen aufpassen. Henrichs auf Kerk. Das war sehr mutig. Kriegt den Klischee noch. Ginczek. Ah, Presser steht im Tor. Der junge Mann. Weiter bei nach vorn. Schul. Auf Dolberg. Schöner Füllkrug und der steht im Abseits. Och, Füllkrug, passt doch mal auf. Das hätte nicht sein müssen. Kerk. Buga. Völlig frei. Und das leider der Anschlusstreffer. Völlig frei auf Presser zugelaufen. Da konnte er nicht viel machen. Stark zu langsam. Konnte da auch nicht mehr faulen. Das wäre sonst gelb-rot gewesen. Oder glattrot, weil war letzter Mann. Stark jetzt deutlich weiter vorn. Kein Freistoß, doch. Gelbe Karte. Er meint, er hat Ball gespielt. Roberto. Ja, ja, auch. Da kann man mal einen Freistoß für geben. Kerk würde ihn ausführen. Geklärt. Boga macht sich wieder auf den Weg. Hat stark ausgespielt. Spielt Ginczek an. Das könnte Ausgleich sein. Das ist der Ausgleich. Schöner Konter von Stuttgart. Osnabrück mit der Geschwindigkeit überfordert. Ginczek völlig allein gelassen. Da kann Presser gar nichts tun. Das war's. 2-2 zur Pause. Zwei ärgerliche Gegentore. Stark muss leider raus. Dafür kommt Schopenhauer rein. Jo, mehr ändere ich erstmal nicht. Auch noch ein Spielergespräch, Halbzeitansprache. Das gewinnen wir noch, das Ding. So, jetzt Erfahrung für Stark drin. Clemens Schopenhauer, unser Uldi, in der letzten Saison, kommt nochmal zum Einsatz. Gut gefoult. Hoffentlich kriegt Kerk den Ball vernünftig reingebracht. Schade. Zu weit aufs Tor. Füllkrug. Neues Foul. Aber der kriegt keine Karte. Das war jetzt schon das dritte Foul von ihm. Jagd in die Mauer. Ginczek mit dem Konter. Duda wird aufgehalten. Der Boga ist heute brandgefährlich da. Klischi. Aber auch Füllkrug. Komm, da kommst du ran. Spiel in die Mitte. Erneuter Foul. Erneutes Foul. War er das wieder? Ne, das war Escudero. Okay.
Clichy eigentlich so weit vorne. Und Kerr kann es nochmal versuchen. Direkt aufs Tor, schöner Versuch. Das war fast die Führung. Ecke von Gießen. Justin Gießen bringt die rein. Ah, die war eher schwach, die Ecke. Clichy wird gefoult, nächster Freistoß. Jetzt könnt ihr Schiri so langsam mal die Karten zücken. Wechsel bei Stuttgart. Wir warten noch einen Moment. Ja, auf Schuhe. Jetzt aber. Die Chance und da ist das Tor. Wahnsinn. Schön unten rein in die Ecke. Kaspar Dolberg. 3-2. Dolberg mit der gelben Karte jetzt. Ich glaube, da nehme ich ihn runter. Hat da auch Ball gespielt? Ja, wir wechseln auch. Rubin kommt rein für Dolberg. Ist zu viel Risiko. Schul geht auch noch raus und Fred MC kriegt nochmal Spielpraxis. Gießen ein Stück weiter vorn. Abseits. Ah, das war... Oh, weiß nicht, ob das Abseits war. Stuttgart jetzt aggressiver. Die wollen den Ausgleich. Oh, da verliert er wieder den Ball. Nächste Foul. Nächste Karte, Gießen jetzt verwarnt. Dann nehmen wir ihn auch lieber runter. Bringen Bornhard. Ach nee, wir haben ja schon dreimal gewechselt. Geht gar nicht mehr. Jetzt muss er durchhalten. Ja doch, dafür kann man gelb zeigen. Boga. Scheitert erst an Schopenhauer. Fat MC. Gemeinsam klären sie. Schön den Angriff abgebrochen von Stuttgart. Konter im Keim erstickt. Und Füllkrug wieder mit dem Foul gestoppt. Ich glaube, der kriegt heute keine Karte mehr. Kerk. Ah, war nicht so schlecht der Freistoß. Oh, Süller hängen geblieben. Das Klischee da aufpasst. Noch 8 Minuten. Wir müssen hier gewinnen. Gießen. Willkuh. Gibt's Elfmeter? Könnte Handspiel gewesen sein. Freistoß gibt's, okay. Kerk gegen den Pfosten. Oh. Rüller ersten Passversuch abgeblockt. Amon nochmal. Mit dem Fehlpass. Aber Clichy, passt auf. Kerk nochmal. Sebastian Kerk auf Rubin. Und der macht das 4-2. Die Entscheidung in der 87. Minute. Sebastian Kerk auf Rubin. Und er haut ihn in die Ecke. Eine schöne Grätsche. Ball zurückerobert. Erneuter Angriff. Nachspielzeit ist gleich gelaufen. Oh oh. Jetzt kriegt ihr auch nicht Gießen gelb-rot, oder?
Fred MC kriegt gelb dafür in der 90. Na gut, da dürfte nichts mehr passieren. Letzte Aktion im Spiel. Escudero. Ja, holt nochmal den Ball. Aber jetzt ein letzter Angriff. Bleibt der Pfiff. Da ist er. 4-2-Sieg zu Hause gegen Stuttgart. Zwei Gegentore. Ja, hätte man verhindern können. Schade eigentlich. Der Abpraller, das 1-0. Und dann hier setzt sich Dolberg super durch und macht das Tor. Kaspar Dolberg, bester Spieler mit Clichy, der da hinten den Laden sauber gehalten hat. Bei den Gegentoren konnte er auch nicht viel machen, aber mit einem schon. Da hätte er da sein müssen. Statistik. Zweiter jetzt wieder hinter Dortmund, 2 Punkte. Bewertung der Neuzugänge. Kaspar Dolberg ist voll eingeschlagen. 10 Spiele, 8 Tore. Erwartet man bei der Summe dann aber auch. Henrichs und Armand sind auf Verstärkung. Bei Mitläufern oder Flops ist keiner von uns dabei.